Hallo zusammen. In unserer letzten Folge des Quartals möchte CIG uns etwas Abwechslung bieten und einen Blick auf etwas Neues werfen, das auf uns zukommt, während CIG eine Pause einlegt. Es handelt sich um das nächste Konzeptschiff des Industrieunternehmens MISC und das erste dedizierte Raffinerieschiff seiner Art. MISC verfügt bereits über eine ganze Palette von Schiffen, die Prospector, die Starfarer, die Hull-Serie. Aber CIG wollte ein eigenes Schiff für Star Citizen-Einsteiger, die sich für die Raffineriekarriere interessieren. Refining gameplay career for ship owners. Die MISC Expanse füllt eine große Lücke im Gameplay-Loop des gesamten Bergbau-Raffineriezyklus, denn derzeit fliegt ihr in die Weiten des Weltraums, baut ein paar Steine ab und füllt eure Schiffsladekapazitäten. Und dann müsst ihr selbst den ganzen Weg zurück zu einer Raffinerie oder anderen großen Station reisen, um alles zu raffinieren und oder zu verkaufen. Und dann müsst ihr den ganzen langen Weg zurückreisen, um dort den Abbau fortzusetzen. Die Expanse hingegen kann der Mittelsmann sein, der die gewonnenen Rohstoffe an Bord nimmt, sie verarbeitet und sie dann entweder selbst verkauft oder sie wiederum einem Frachtschiff übergibt und so den ganzen Spielloop schließt, den Spielkreislauf. Die Expanse ist das Einstiegsschiff in das Gameplay des Raffinierens von Rohstoffen. Es gibt bereits Möglichkeiten zum Raffinieren auf anderen Schiffen wie der Starfarer, aber die ist mehr auf die Herstellung von Treibstoff spezialisiert. Die Expanse hingegen hat einen Vorteil gegenüber diesen Schiffen. Sie hat das, was CIG Reaktoren nennt, auf einer sehr einfachen Ebene. Ein Reaktor führt einen Raffinierungsprozess durch. Die Expanse hat 6 davon an Bord. Somit kann man potenziell 6 verschiedene Raffinierungsprozesse gleichzeitig durchführen. Oder ihr könnt 6 Prozesse desselben Typs durchführen und so den Durchsatz maximieren. CIG hat sich für MISC entschieden, weil es irgendwie zu dieser industriellen Ästhetik passt. Sie hat eine abgerundete Nase, wobei sie nicht so massig ist wie die Starfarer, hat aber ihre breiten Schultern sozusagen. CIG wollte diesen visuellen Aspekt beibehalten und somit verfügt die Expanse über die typischen großen Lufteinlässe, die direkt in ein Triebwerk führen. Auch auf der Rückseite finden wir die MISC-typische Ästhetik. Das ist zum einen der kugelförmige Motor, der von ausgeprägten Flossen umgeben ist, und zum anderen die 8 Rohmaterialports, die das Hauptmerkmal darstellen. Very sort of defined fins that surround that spherical engine. And also the other sort of main feature is the 8 pods. Es gibt 4 davon auf jeder Seite. Sie verleihen dem Schiff ein einzigartiges Aussehen und eine einzigartige Silhouette. Die Expanse ist nicht zu verwechseln. Vielleicht kennt ihr die Innenräume von MISC schon. Sie sind sehr breit gestaltet. Man hat alle Instrumente vor sich, wenn man auf dem Pilotensitz sitzt, und alles wirkt sehr elegant, holographisch und trotzdem ziemlich kompakt, weil es ein Einmannschiff ist. You know, you've got that. Basically, when you sat in the pilot seat, you've got all your instrumentation laid out in front of you. It's all quite sleek, holographic. It's still sort of quite compact because it is a one-man ship. Leading from the cockpit. Vom Cockpit aus gelangt man in einen kleinen Wohnbereich mit Bett und Spind. Im hinteren Teil des Schiffes befindet sich ein kleiner Betriebsraum, der Arbeitsbereich zum Raffinieren. Und dort gibt es ein kleines Fenster, durch das man in die Raffinerie sehen kann, und ein kleines Display, mit dem man interagieren kann. Operations room, basically, where you can interface with the refinery section. And there's a little window there, and you can sort of see through into the gubbins. And you'll have a little bit of a display that you'll be able to do some of your interaction with. It's split level, so. Um das Schiff zu verlassen, betritt man einen sehr kompakten und kleinen Aufzug oder eine Art Bijou-Fahrstuhl, erklärt Paul Jones. Und damit geht's dann runter in die untere Etage, oder Jared könnte das auch Erdgeschoss nennen, sagt er. Und dann außen herum, also ja, es ist ziemlich klein. Zu dieser Anekdote ist zu sagen, dass Jared sich einmal beschwert hat, dass in Europa das erste Geschoss nicht das Erdgeschoss ist, weil das erste Geschoss in den USA ist das Erdgeschoss und damit kommt er nicht klar, und darauf zielte dieser kleine Seitenhieb von Paul Jones in Richtung Jared. I think
As a ship and as an owner. Das Schiff wird ziemlich cool sein, sagt Paul Jones. Natürlich hat es eine Nischenrolle und wird nicht jeden Spieler ansprechen. Aber er glaubt, dass das Schiff den Leuten gefallen wird und dass sie sich mit ihm anfreunden werden. Es hat jede Menge Persönlichkeit und er hofft, dass die Leute Spaß an dem haben, was es tut und auch an der Optik des Schiffes und daran, damit herumzufliegen und diese Art von Ein-Mann-Support-Gameplay zu erleben. Just flying around in it and just having that sort of one-man support experience. Die Misk Expanse ist das erste dedizierte Raffinerieschiff für Star Citizen. Ein ideales Schiff für Anfänger mit Interesse an dieser Karriere. Vorgesehenes Partnerschiff der Prospector Mining Schiffe. Und in den nächsten Wochen werden wir mehr darüber auf der Robot Space Industries Webseite erfahren. Aber als nächstes steht Alpha 3.17 vor der Tür. Deshalb werfen wir einen Blick auf viele der neuen Features, Updates und Fehlerbehebungen, über die wir nun im Patch Report mehr erfahren. Beginnen wir mit dem großen Mammer Jammer, dem Hauptereignis, dem Headliner, Schiff-zu-Schiff-Betankung für Spieler. Dieser neue Unterstützungsberuf kommt in Alpha 3.17 mit einer neuen Benutzeroberfläche, die es den Spielern ermöglicht, die Treibstoffgondeln ihrer Starfarer und Starfarer Geminis zu befüllen, in das Verse hinaus zu fliegen, eine Vereinbarung über die Art des Treibstoffs und den Preis zu treffen, die Tankverbindung über die euch vielleicht schon bekannte Undock-Schnittstelle vorzunehmen und dann, nicht zu vergessen, den Durchfluss richtig zu verwalten. Dieser Schritt ist der entscheidende Unterschied zwischen einem zufriedenen Kunden und einer unglücklichen Reparaturrechnung. Das Schiff-zu-Schiff-Betankungs-Gameplay kommt zusammen mit einem Rebalancing der Treibstoffeffizienz und der Entfernung der temporären Fuel Scoops von vielen Raumschiffen, was das Leben vieler Spieler ab diesem Punkt im Verse ändern wird. Vielleicht ist das größte Feature von Alpha 3.17, die dynamische Kombination aus Loot-Generation-Updates, Loot-Generierungs-Updates und dem Verkauf, bei dem eine große Auswahl an neuen Gegenständen, einige, die früher in Läden zu finden waren, einige aus den Tiefen der Geschichte von Star Citizen und einige, die ganz neu im persistenten Universum sind, jetzt auf euren Reisen entdeckt und dann zusammen mit einer riesigen Auswahl an Gegenständen und Ressourcen erfolgreich an Händler verkauft werden können. While foraging the fantastic, fabled frontiers of favor and finance. I'm gonna get fired. Die vielleicht größte Neuerung in und mit Alpha 3.17 ist die erste Integration von Quantum, bei der die Preise verschiedener Rohstoffe, zunächst nur einige ausgewählte, von nun an von der Simulation systemisch gesteuert werden. Aufregende Zeiten liegen vor uns. Außerdem gibt es in Alpha 3.17 eine Reihe von Neuerungen und Aktualisierungen für das medizinische Gameplay, darunter die Integration von Mariah Pure of Heart in Norville, neue Varianten der Kliniken auf Raumstationen im gesamten Stanton-System sowie Anpassungen am Balancing und Fehlerbehebungen in Bezug auf das Verbluten, Instant Death Verletzungen den Spielerstatus, der durch das Logging nicht persistent war Reduktionsraten von Hunger und Durst und das Erhalten eines Crime-Stud für das Rammen eurer eigenen Leiche, das ist ebenfalls verschwunden. Yep, ihr könnt eure Leiche jetzt so oft rammen, wie ihr wollt, ohne dafür bestraft zu werden. Außerdem gibt es Aktualisierungen des DNA-Kopfsystems mit verbesserten Texturen und, ihr werdet es erraten, feuchten Augäpfel. Die prozedurale Animation, die beim Laufen, Springen, im Idle, also Stillstand oder einfach nur bei der Benutzung der neuesten Waffen von Castec auftreten, sollten jetzt natürlicher und ästhetisch ansprechender wirken. Ein neues Beschleunigungsmodell für Geschütztürme, damit sie nicht mehr sofort auf Höchstgeschwindigkeit springen und dem Spieler ein Schleudertrauma bescheren. Quality-of-Life-Anpassungen am IFCS, Korrekturen an Clusterraketen. That you can learn all about when the patch notes come out.
Mining Gadgets, die neueste Verbesserung des Bergbau-Gameplays, die es den Spielern ermöglicht, Asteroiden zu knacken, die zuvor etwas zu volatil waren, oder eine Reihe von Faktoren zu ändern, die besser zu eurer Ausrüstung und euren Absichten passen, wenn ihr draußen in der kalten Einöde seid. Nur ihr und euer großer Felsen. CloudTech macht auch auf Hurston einen weiteren Schritt nach vorne, denn der Planet ist der nächste, der im Stanton-System ein wenig Schatten von der Sonne erhält. Alpha 317 bringt auch die lang erwartete Hull A von Musashi Industrial and Starflight Concern, sozusagen den Vorreiter der gesamten Hull-Serie und das kleinste Arbeitspferd der Reihe. Jetzt soll Jared hier alle Vorzüge der Hull anpreisen, aber mal ehrlich, seht nur, wie niedlich es ist. Jared möchte es einfach nur umarmen und sagen, wie gut es seine Arbeit macht. Anmerkung: Wenn Jared nicht gerade darüber gesprochen hat, wie bezaubernd es ist und dass er es umarmen möchte, dann hat ihn jemand gezwungen, das neu aufzunehmen. Und wenn ihr damit fertig seid, eure Hull A tief über Microtechs ersten Fluss zu fliegen und die neue Fluss-Tag zu testen, die auf Planeten und Monden in späteren Patches zum Einsatz kommen wird, könnt ihr mit dem bisher größten Feature von Alpha 317 in den Raumhafen zurückkehren, mit der ATC-Landetaste. It's so beautiful. Es ist so wunderschön. Was haben wir also diese Woche gelernt? Fragt Jared wie immer zum Abschluss. Wir haben gelernt, dass MISC mit der Expanse, dem Raffinerieschiff, weiterhin an der Spitze der Industrie steht und dass die Enthüllung des vollständigen Konzepts kurz bevorsteht. Dass kleine Dinge wie die ATC-Landetaste, Keybinding, ein Schlüssel zu den Verbesserungen des Quality of Life im Spiel sind, die durch euer Feedback während der gesamten Entwicklung entstehen. Und dass sich Alpha 317 mit der Schiff-zu-Schiff-Betankung, dem Lootverkauf und Quantum im Backend zu einem weiteren großen Schritt nach vorn entwickelt, um das volle Potenzial des Lebens im Verse zu erkennen. Und das war's für Inside Star Citizen in diesem Quartal. Aber behaltet die Webseite Robot Space Industries im Auge, um euch über die Veröffentlichung von 317, die kommende MISC Expanse und den bevorstehenden Merch Sale zu informieren. Und dann könnt ihr euch morgen noch einmal mit Jeremiah und Jared in LA auf Twitch unterhalten, bevor er nach Großbritannien umziehen wird. Für Inside Star Citizen war es das für dieses Quartal und wir alle sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Oh yeah. Oh, das war laut. Ich mag meine Farben. Ich mag meine Farben. Wow, fast daneben gesetzt. Habt ihr schon mal ein kritisches Jira-Ticket gefunden, was einem Mitarbeiter zugewiesen wurde, der schon seit Jahren nicht mehr dort arbeitet? Wart ihr schon einmal bei einem Stand-up, von der euch niemand gesagt hat, dass es abgesagt wurde? Habt ihr schon einmal alles perfekt geübt und dann im Präsentationsraum ließ sich das System nicht hochfahren? Welche Art von Spielen habt ihr als Kind erfunden? Wart ihr schon mal bei einem Stand-up und wart der Einzige, der dort war? Habt ihr euch schon mal auf einer Gaming-Convention verkaufen? Wolltet ihr schon mal auf Senden klicken und... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Habt ihr schon einmal eine Szene beleuchtet, nur um festzustellen, dass ihr 300% über dem Budget der Entität liegt? Habt ihr schon einmal einen Mann mitten im Winter getötet, nur um zu sehen, wie der Dampf aus seinen Wunden aufsteigt? Wart ihr schon einmal in Versuchung, all eure Jiras zu löschen und einfach abzuhauen? Na, das ist nicht gut. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei einem Stand-up war. Aber es ist ein guter Anfang. Ich habe eine Trophäe für Raumschiffe. Ich habe sie mir selbst geschenkt. Irgendwann muss ich mir mal die Haare schneiden lassen. Ich verschwende jetzt Kamerazeit. Habt ihr jemals mit dem Teufel im fahlen Mondlicht getanzt? Sie haben mir einen speziellen Fashion-Hoodie geschenkt. Manchmal stecke ich mir einfach die Finger unter die Arme. Oh, the weather outside is weather. Ehrlich gesagt werde ich gerade richtig schlecht darin. Habt ihr schon einmal 4 Copies der gleichen Confluence-Seite gefunden und wusstet nicht, welches die aktualisierte ist? Wusstet ihr, dass der menschliche Kopf nur 14 Pfund wiegt? Nur meiner. It's been a long road. Vor dieser Nacht habe ich noch nie etwas Verrücktes gemacht. Habt ihr ein Jira-Ticket dafür? Vielen Dank, dass du unser drittes Jahr von Inside Star Citizen wieder so spaßig gemacht hast.
Ja, das war ein Dankeschön von dem Videoteam an Jared und ich denke auch, wir sollten ihm sehr dankbar sein, wie er uns immer wieder informiert und ja, gegen alle Winde, gegen alle Kritik auch entsprechend weitermacht und versucht, diese Kommunikationslücke zu schließen zwischen CIG und der Community. Das habe ich jetzt ja auch schon mehrmals thematisiert, mehrmals angesprochen, dass Jared so eine Art Allzweckwaffe ist, ohne die CIG echt oder ohne den CIG echt ein Problem hätte. Ja, ansonsten soll es das für diese Woche auch von meiner Seite aus gewesen sein. Gerade in der letzten Woche gab es ja ein sehr umfangreiches Video mit dem Star Citizen Live, wo Todd Pappy über alle Aspekte des Patches Alpha 3.17 gesprochen hat. Dieser Patch wird, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung sein. Ich war gestern mal kurz im PTU für, weiß ich gar nicht, ein, zwei Stunden. Das lief mehr schlecht als recht. Das haben sie aber auch angekündigt, dass das kein Patch ist zum Spaß haben und Wohlfühlen, sondern das ist wirklich ein Patch, um zu gucken, wie die Technik funktioniert, wo es noch ja, Lücken gibt, wo noch einfach gearbeitet werden muss. Und wir sollten uns einfach darüber im Klaren sein, dass viel, viel, viel im Backend gearbeitet wird. Und einige Creator hatten ja irgendwo aufgeschnappt, Quantum käme mit 3.18. Nein, das ist jetzt ja auch schon einige Wochen so von CRG eben kommuniziert worden. Es kommt mit 3.17. Jetzt wurde es ja auch nochmal hier dediziert im Inside Star Citizen erwähnt. Todd Pappy hat es letzte Woche erwähnt, beziehungsweise auch nochmal bestätigt gegenüber Jared. Und das bedeutet eben eine ganz massive Arbeit am Backend, an den Backend-Systemen, an der Backend-Struktur, an der Netzwerkkommunikation, die ganzen Berechnungen, die dort laufen. Und obwohl es erst nur ein kleiner Teil ist, der von Quantum berechnet wird, ist es eben der erste Schritt hin zu einem voll dynamisch berechneten Universum, in dem sich alles ja auf Basis von Angebot und Nachfrage zum einen entwickelt, aber wie uns das Tony Zia einmal in seinem sehr umfangreichen, sehr interessanten Video geschildert hat, ist ja Quantum die Basis später für die Entwicklung des Verse. Wer dort noch nicht auf meinem Kanal war, wer sich das vielleicht noch einmal im Detail angucken möchte, klickt dazu gerne hier auf den Link rechts oben, habe ich euch ja nochmal eingebunden. Das ist es wirklich wert, um zu verstehen, was ist eigentlich Quantum und warum könnte das im Moment für Probleme sorgen, Frameraten-Einbrüche, Lags, Rubberbanding etc. Weil das eben eine komplett neue Baustelle, eine komplett neue Landschaft ist, die sie dort entwickeln. Dann natürlich Loot, Loot Generation, das neue Kaufen-Verkaufen-System, was irgendwo auch mit Quantum in Verbindung stehen wird, da gehe ich fest von aus. Das heißt, alles, was wir tun, handeln und so weiter, das hat jetzt erste Auswirkungen. Auch das Betankungs-Gameplay finde ich sehr, sehr spannend. Eines meiner allerersten Schiffe, für die ich jemals geplätscht habe, hier seit meiner Star Citizen-Zeit, ist tatsächlich die Starfarer gewesen. Und insofern, ich habe schon in meinem Discord rumgefragt, wer von euch Lust hat, sich ab und an, also ich denke so, was weiß ich, alle zwei oder drei oder alle vier Wochen mal für ein paar Stunden zusammenzusetzen auf meinem Discord und ein bisschen Starfarer-Mannschaft zu spielen. Das würde mich freuen. Ich bin da auf der Suche nach, keine Ahnung, vier, fünf Personen, mit denen man sich regelmäßig trifft und eben solche Missionen dann auch durchführt. Ein bisschen durchs Verse schippern, ein bisschen Käffchen trinken und klönen und nebenbei eben dieses Schiff-to-Schiff-Betankungs-Gameplay spielen. Dazu brauchen wir neben dem Piloten natürlich jemanden, der sich mit der Betankung auskennt. Das heißt, so eine Starfarer, die muss dann eben natürlich auch also mit mehreren Menschen einfach befüllt werden. Es ist nun mal ein Multiplayer-Schiff. Dann muss man natürlich auch das Schiff beschützen. Das heißt, man braucht dann eben auch noch ein, zwei Leute, die für die Sicherheit im Schiff sorgen, die Geschütztürme besetzen könnten im Angriffsfall. Und man braucht natürlich auch noch ein, zwei Piloten als Geleitschutz. Und ja, vielleicht kann man auch mit zwei Starfarern durch die Gegend schippern. Wer also von euch Lust hat, meldet euch gerne bei mir auf dem Discord. Und da würde ich dann eine neue Gruppe eröffnen. Und
ja, wie gesagt, einfach regelmäßig an einem festen Tag unter der Woche, weiß ich nicht, dienstags oder mittwochs abends, einfach mal so 2-3 Stunden durchs Verse schippern in aller Gemütlichkeit. Ja, und ein bisschen Spaß haben und kommunizieren und spielen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen auf meinem Discord und schreibt mich da gerne an. Ansonsten den Fluss, ja, muss ich mir auch nochmal angucken. Sieht aber sehr, sehr spannend aus, was sie hier schon zeigen. Da gibt es ja auch noch viel Physikberechnungen zu entwickeln. Das Ganze muss dann auch wieder portiert werden auf die Meerentitäten, die Meeresoberflächen. Die sind ja noch nicht mit dieser Flusstech ausgestattet, was es da alles gibt mit den Reflexionseffekten der Wasseroberfläche etc. Auch, dass man jetzt nicht mehr stirbt, wenn man eben ins Wasser geht oder unter Wasser geht. Das heißt, man stirbt dann natürlich, aber eben nicht, wenn man seinen Helm auf hat und Sauerstoff atmen kann. Die Hull A sicherlich auch ein großer, großer Schritt, weil diese Faltmechanik, die hat CIG wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Sie haben ja schon vor vielen, vielen Jahren an der Hull C gebastelt und haben es nicht gebacken bekommen und haben sich dann eben entschieden, wir fangen erstmal ganz, 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 ganz klein an mit der Hull A. Die ist jetzt fertig. Das ist ein großer Schritt und ich gehe davon aus, dass wir dann eben auch jetzt nach und nach die nächsten Schiffe der Hull-Serie bekommen werden. Sehr viel Sinn macht die Hull A jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Expanse, mit dem Raffinerieschiff. Wenn man dort mit einer Mole zum Beispiel unterwegs ist oder zwei und dann hat man dort eben 2, 3 von diesen Raffinerieschiffen, dann braucht man eben auch einen Frachter mit einer großen Ladekapazität, was dann eben diesen Raffinierungsprozess durchführen kann. Bestenfalls natürlich werden die Materialien vielleicht veredelt auf dem Weg zu einer Handelsstation. Oder eben man veredelt und packt dann die veredelten Materialien in eine Hull, die dann wiederum zu einem Handelsposten fliegt und braucht dann natürlich auch wieder entsprechend Geleitschutz. Also man sieht, wo das drauf hinausläuft. Auch die Starfarer wird dort auf jeden Fall ihren Platz jetzt finden, wo diese Fuel Scoops entfernt werden und man einfach gezwungen ist zum Tanken. Der Psychshot, mit dem ich jetzt diese Woche 2-mal unterwegs war, für eine kurze Zeit, der erzählte mir auch, dass die Origin 100er Serie, die ja von Werk aus so einen Fuel Scoop an Bord hat, die braucht eigentlich fast nie Sprit, wenn man vernünftig fliegt, während die, was hat er gesagt, die Saber war das, glaube ich, die ist wie so ein V8, die schluckt Sprit ohne Ende und ja, wenn man damit unterwegs ist und kämpft, dann muss man eben zusehen, dass man in der Nähe irgendwo ein Basisschiff hat, an dem man dann auftanken kann. Aber das ist schon etwas, worüber man jetzt nachdenken sollte, wie viel Sprit gebraucht wird an der Stelle. Ja, auch habe ich festgestellt, wenn man auf Lorville spawnt, was jetzt mein Heimathafen ist zurzeit, mein Heimatraumhafen, wie auch immer, Heimatstadt, da kriegt man kaum noch Munition und Waffen. Da muss also wirklich jetzt losfliegen und gucken, wo man seine Materialien herbekommt. Das ist jetzt alles wirklich wunderbar verteilt im Verse und gibt natürlich auch nochmal eine Dynamik, dass man überall ja, hinfliegen muss. Die Leute sind am Reisen und dann gucken, wo sie ihre Sachen herkriegen. Und natürlich auch das Exploration-Gameplay macht jetzt einfach viel mehr Sinn, jetzt wo man nicht mehr alles kaufen kann, sondern gewisse Dinge auch einfach nur noch finden kann, irgendwo in irgendwelchen Kisten, Lootboxen. Ja, sehr, sehr interessant. 3.17 ist ein vergleichsweise großer Patch. Hätte ich so gar nicht erwartet, aber je näher er gerückt ist, desto mehr wurde mir bewusst, was das eigentlich für ein zentraler, großer Patch ist. Spätestens seit dem Star Citizen Live mit Todd Pepe wurde mir das zumindest bewusst, anderen ist das vielleicht vorher auch schon bewusst gewesen, aber das war für mich nochmal so ein Augenöffner und jetzt bin ich eben sehr, sehr gespannt und wie gesagt, freue ich mich auf das Betankungs-Gameplay sehr und werde jetzt auch mal mein Augenmerk wieder Richtung Star Citizen lenken nach der Auszeit, die ich hatte und hoffe, dass man da wirklich eine interessante Spielzeit gemeinsam dann verbringen kann. Und dann hoffen wir natürlich, jetzt gibt es noch den Sommerpatch.
wer weiß, was vielleicht Richtung Gamescom passiert. Mal gucken, ob eine Gamescom stattfindet auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ob CRG dort etwas vorstellen wird. Aber dann kommt ja auch schon in einem halben Jahr die CitizenCon. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Und dann wäre es natürlich echt schön. Zumindest die Ankündigung zu kriegen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ich erwarte ja gar nicht, und das widerspräche auch der Roadmap bzw. dem Progress-Tracker, dass das Server-Meshing dieses Jahr fertig wird. Aber es wäre halt schon ein Augenöffner, wenn sie uns zeigen könnten, guck mal, so funktioniert's, wir haben den Plan und wir sind auf der Zielgeraden und was weiß ich, im März 2023 geht's dann los. Das wäre schön, das wäre mein Wunsch für die CitizenCon dieses Jahres und natürlich Squadron 42, aber ich denke, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir da mehr erfahren werden. Von Jared habe ich den Eindruck, der hat so 0,000 Bock nach UK zu ziehen, aber da wird im Moment alles zusammengezogen und ich denke mal, er wird dorthin zitiert, obwohl sein Lebensmittelpunkt eigentlich in LA ist, da leben ja auch seine Eltern, soweit ich weiß. Einfach damit er dort vor Ort seine Videoreihe durchführen kann und Material für die Vorstellung von Squadron 42 produzieren. Ich denke mal, das ist der Grund, weshalb er dort eben auch hinzitiert wird, ist das falsche, falsche Wort, aber ja, weshalb er dort eben umziehen muss und sei es eben für eine vorübergehende Zeit, sagen wir mal anderthalb, zwei Jahre. Genau. Von meiner Seite aus wird es sicherlich noch weitere Videos geben. Ich hatte eigentlich geplant, das Star Citizen Live von letzter Woche im Detail zu übersetzen. Ich bin dazu nicht gekommen diese Woche. Ich versuche es, mich nächste Woche daran zu setzen. Spätestens übernächste Woche, da habe ich Urlaub, könnte ich mich damit beschäftigen. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall dran an dem Thema. Und die Verse Night findet ja eigentlich immer jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Die verschiebt sich diesen Monat auf den dritten Dienstag, eben weil ich in der Woche, wo die Verse Night stattfinden würde, Urlaub habe. Und da möchte ich nicht meiner Frau dann sagen, oh, ich kann jetzt nichts unternehmen, weil ich habe irgendwie Dienstagabend Verse Night. Das wäre nicht gut für mein Privatleben. In diesem Sinne also dann am dritten Dienstag die Verse Night diesen Monat. Ja, das soll es dann gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Abo, fürs Followen, für eure Unterstützung auf tippi.com. Vielen, vielen lieben Dank an meine Unterstützer dort. Kommt auch ihr gerne dazu. Ich freue mich über jeden Euro Unterstützung. Auf tippi.com/astrosam, da gibt es auch das ein und andere Schmankerl extra. Und wie gesagt, kommt gerne auf meinen Discord dazu, wenn wir gemeinsam ein bisschen Ship-to-Ship-Refuel-Gameplay spielen wollen. Dann ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss.